So! Wir machen hier eine kleine Wer bin ich Folge mit unserer schönen neuen Kamera und neben mir läuft hier gerade der Dennis. Einen wunderschönen guten Tag. Besser bekannt als Tons auf Dennis oder als der Tod. Von mir aber auch liebevoll einfach nur Penis genannt. Und hinter uns, gehen wir so ein bisschen zur Seite, sind Sebastian, Hatice und der, wie heißt du nochmal? Nils, ja. Genau. Wir haben gerade mal das hingekriegt, dass wir uns alle sehen können und dass wir vor allem Dennis jetzt nach 2 Jahren das erste Mal sehen können. Deshalb haben wir gedacht, wir machen mit ihm so ein kleines Video. Ja, Dennis, wer bist du eigentlich? Ja? Mhm. Fangen wir damit an. Dennis, wie heißt du eigentlich? Ja, nein. Gute Frage. Wie bist du auf den Namen Tons auf Dennis gekommen? Das war eigentlich eher so ein Joke von Lukas, sag ich mal. Ne? Ist Lukas dein Lebenspartner? Nein. Lukas ist ein Kumpel, habe ich in der Schule kennengelernt. Mhm. Und bei League of Legends gibt es halt so einen Spruch, da heißt Tons of Damage. Mhm. Und Lukas hat mich einfach immer Tons of Dennis genannt. Und dann dachte ich mir, ey, voll der geile Name. Gibt's nur einmal auf der Welt. Ich bin der einzige Tons of Dennis auf der ganzen Welt. Bin ich richtig glücklich drüber. Ja. Ja. Wenn ihr euch jetzt auch so nennen wollt wie er, macht das einfach mal. Ja, Faker. Faker sind immer willkommen. Genau, ey, der Teacher, der versteckt sich da hinter uns, man sieht sie gar nicht mehr. Das sind zwei Riesen vor uns. Ja, so groß ist der Sebastian auch nicht. Was könnte man nicht noch fragen, wie alt bist du? 21. Wie alt? Süße 21. 21 bist du schon? Was war 90er? Damals. Ja, damals war es noch in 20. Ja. Jetzt muss ich mehr drauf, ne? Okay, wir rennen hier am wunderschönen Rhein entlang. Ja. So, was können wir dich denn noch fragen? Als was arbeitest du denn in deinem als richtigen Leben? Einzelhandelskaufmann. Darf man auch die Kette nennen, für die du arbeitest? Famila, ja. Ja, Bela. Mhm. Größte Arbeitgeber. Weiß ich gar nicht. Famila sagt. Einer unter den ersten 15 größten Arbeitgeber Deutschlands. Riesige. Wenn du neben Sebastian gehst, bist du drauf. Das ist ein Weitwinkelobjektiv. Neue Kamera, wir haben uns die Canon Legira Mini X geholt. Ey. Fail. Kann man wunderschön. Ja, wenn der Nils jetzt auch noch. Nils ist da hinten auch noch drauf. Perfekt. Ja. Das ist die Hauptsache. Man muss sich nur gewöhnen, dass man in die Kamera guckt. Gut, was kann man dich denn noch fragen? Wie bin ich aufs Neugaming gekommen? Genau, ja, ja genau, nee, wo du herkommst, das ist natürlich auch eine interessante Frage. Ja, ich komme aus Kiel, aus dem grünen Herz. Ne? Manche kennst du vielleicht, weiß ich nicht, ob vielleicht auch Leute aus Kiel zuschauen. Dann liebe Grüße aus dem Norden, ne? Ja. Genau. Kann ich auch sagen, wie bin ich aufs Neugaming gekommen, ne? Ja. Ja, das hat der Tisch ja schon als Frage gestellt, also ja, beantworte es mal. Ne, also. Ich habe auch halt Supreme Commander online gespielt bei GBGNet und als das runtergefahren wurde, habe ich auch noch einen neuen Server umgesucht, ne? Umgeschaut, eher gesagt. Und ja, bin ich auf FFF gestoßen, habe ich mal bei YouTube angegeben und da war direkt ein Video von euch. Und das fand ich ziemlich cool und ja, dachte ich mir, ich bin ja einer, der offen ist und auf Menschen zugeht, dachte ich mir, komm, ne? Schreibe ich euch mal an. Das wäre nicht so offen. Ja, gab anfangs gab es Probleme, ne? Ja. Ja genau, das kann ich ja kurz erklären. Ich hatte nie das heißt also, er war eigentlich nie von Anfang an bei uns dabei gewesen, aber er hat uns ziemlich oft genervt mit seinen ganzen Kommentaren. Er hat ziemlich viele Kommentare geschrieben und irgendwann haben wir gesagt, komm, spiele mal bei uns mit. Und dann war das so, dass er plötzlich immer wieder im TS da war. Ja, weil ich Zeit hatte. Und dann hatten wir irgendwie, wir konnten gar nicht mehr anders, als ihm ein Angebot zu machen, dass er halt mitmachen sollte. Und seitdem, das sind ungefähr 1,5 Jahre oder so, bist du schon dabei, ne? 1,5 Jahre, ja. Seit 2 Jahren kennen wir dich auf jeden Fall und seit 1,5 Jahren bist du bei uns dabei und wir bereuen diese Entscheidung nicht. Wir sind eher, haben eher gedacht immer, dass wir den Nils rauswerfen müssen. Was? Dafür. Was wissen wir? Oh, da kommt die Fahrfahrerin zu. Ah. Ja. Boah, ganze 15 Stundenkilometer. Da ist es ein bisschen mehr, denke ich mal. Habt ihr noch irgendwelche Fragen, die man ihnen... Hast du noch Freundin? Nein. Okay. Suchst du auch wie Nils immer noch eine? Nee, im Moment nicht. Ehrlich nicht. Ich bin gerade noch gerne Jungfrau und... Ja. Der Nils hat doch eine neue Kategorie bei uns aufgemacht. Bist du auch übermäßig gut ausgestattet? Bei seinem Wer-bin-ich-Video. Ja. Muss ich die Frage jetzt beantworten? Überdurchschnittlich. Was? Ja, hast du auch so ein überdurchschnittlich? Zeig mal deine Coronas. Nee, darüber möchte ich nicht reden als Mann. Ja, genau. Das finde ich eigentlich unwichtig.
Lass stecken, ja. Genau, es kommt eben auf die Technik nicht an. Habt ihr sonst irgendwelche Fragen, die wir Ihnen noch stellen können? Was stellt man denn so viele Fragen? Keine Ahnung, es ist einfach eher so... Ja, ihr habt ja bei den anderen Videos auch nicht so viel gestellt, oder? Nö. Das können wir sonst mal wenn die Leute irgendwelche Fragen noch haben an ihn, schreibt uns die Videos was unter das Video drunter. Was zockst du denn am liebsten? Ja, genau, das fragen wir die anderen League auch mal gestellt. Legends. Ah ja, wann zocken wir denn mal? Wenn du Zeit hast. Ja, keine Zeit mehr. Ja. Also, sonst können wir auch mal kurz hier stehen bleiben und mal den Rhein genießen. Man merkt voll, dass er aus dem Norden kommt, ey. Ja, ich bin nicht so oft hier im Süden. Ich will nur ans Wasser. Das sieht doch witzig aus. Ey, guck mal, wie das geil. Geil. Die Kamera ist cool. Mach mal nebenbei Werbung für die Kamera. Hab ich doch gesagt. Mach mehr Werbung. Mach doch gesagt, Werbung. Von Canon die Legira Mini X. Schieß okay. Mich tot. Warte, da steht er. Ja, ach so, komm, du bitte wieder zurück ins Video rein. Unser Ziel erreicht. Was denn? Guck doch mal. Alter, ist kalt. Unser Ziel erreicht, tatsächlich. Sag mal, nimmt er uns jetzt auf, dass wir gerade aufnehmen? Nee. Ja, der kennt uns, der hat dich erkannt, ja. Ja, wir machen hier gerade ein kleines, schönes Treffen. Ey, das sieht geil aus, Nietzsche hinten drauf. Ey. Das ist gut, ja. Das passt alles. Hey. Super Kamera. Super Kamera, super toll. Sonst League of Legends zockst du gerne, Supreme Commander zockst du gerne mit? Ich bin eigentlich eher einer, der sich nicht auf ein Spiel beschränkt. So wie Sebastian, ich kann nicht immer nur ein Spiel spielen. Ja, genau. Du hast ja auch mit uns viel Minecraft und so gezockt. Genau. Oh Gott, das war anstrengend. Hä? Minecraft war anstrengend. Ja, und ob wir nochmal Minecraft machen, das steht in den Sternen. Weiß ich auch nicht. Und bevor wir das Video beenden, Nils, noch eine Frage an dich. Was? Suchst du immer noch? Können wir dir noch irgendwie helfen? Ja. Willst du noch einen Aufruf starten? Ja, Mädels, bewerbt euch. Okay, also wenn ihr noch weitere Fragen an den Dennis habt, schreibt es einfach unter den Videos runter. Wir wollten euch einfach nur mal ein bisschen was zeigen. Wir haben ihn jetzt heute auch mal kennengelernt. Ist ein ordentlicher Kerl. Aber er sucht keine Freundin. Ja. Du hast aber mal so einen Freund oder was? Okay. Macht's gut. Und bis dahin. Genau. Okay, ciao. Ciao. Tschüssikowski.